wir wollen mal heute etwas Besonderes machen, und zwar ein Springseil als Schwungseil. Und wir haben das so anfertigen, dass ein Schwung entsteht durch eine Verstärkung der Mitte. Wenn wir das Seil bis zum Ende zusammenseilen können, setzen wir Glied dazwischen und verlängern so den Abstand zum Geschirr. Zum Anhängen fertigen wir jetzt eine Öse und mischen die ein. So, und jetzt können wir den Faden anhängen. Wir haben hier eine Aussatzlänge von 4 Meter, weil das Seil durch das Drehen sich verkürzt. Ich nehme einen Anscherklon zum Anscheren aus Garn. Wird ein Anscherklon benötigt. Jetzt wird der Faden getrennt, und zwar nicht mit dem Messer, sondern er wird einfach außer das. Der Faden wird ohne Drehung auseinandergezogen. Wenn die Kurbel unten ist, anhalten. Wie bitte? Wenn die Kurbel unten ist, anhalten. So, danke. Jetzt suche ich einen Punkt. Und zwar, was haben wir hier für einen Punkt? Die Mitte. Genau. Und den Punkt brauchen wir für die Verstärkung. Die Verstärkung kommt genau in die Mitte von der Aussatzlänge. So, jetzt wird das wieder so gemacht. Es wird nicht zerschnitten, sondern der Faden löst sich in die Drehung. Herausgenommen wird, dann löst sich der Faden von selbst. So, jetzt wird das hier reingelegt als Verstärkung. Und die Drehung hält alles zusammen. Genau, immer einen zureichen. Wir machen dieses Springseil mit 4 Litzen. Wir können noch ebenso gut eins machen mit 3 Litzen. Handgesponnen machen wir es mit 3 Litzen. So, das ist der erste Satz der Einlage. Jetzt kommt der zweite Satz. Die nächste bitte. Hand am besten offen lassen, dann kann ich sie runternehmen. So, hier war das Zeichen. Bei 4 Litzen brauchen wir eine Leere, die auch 4 Rillen hat, und hinter der Leere bildet sich das Seil. So, jetzt können wir. Hier rum? Rechts rumdrehen, wie die Kaffeemühle gedreht wird. So, jetzt wird es hier spannend. Drehen. Und jetzt kommt die Verstärkung. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, prima. Kurbel nach unten. Jawohl. So, jetzt müssen wir aushängen. Jetzt muss ich die 4 Litzen einmischen zu einem Auge. Das ist die sogenannte Nachhängerstange. Beim Abseilen wird ein Seil oder Leine kürzer, dreht sich am Kugellagerhänger. Und die Nachhängerstange gleicht das aus. Jetzt haben wir die sogenannte Nachdrehung auf die Leine gebracht.
Die Nachtdrehung muss jetzt absterben und das Seil wird poliert, indem ich mit Wasser den Leim löse, der in der Faser ist, und dann kann ich es polieren. Das moderne Polieren wird mit dem Drahtstreicher gemacht. Vorher wurde mit Rossa poliert. Rossa versponnen als Seil. Wir sagen ein Gymnastikseil, ein Schwungseil, weil wir die Mitte verstärkt haben. Guckst du, dass hier noch Platz ist, und dann darfst du es ausprobieren. So, und wer hier im Museum sich ein Seil selber macht, der kriegt es auch geschenkt und darf es mit nach Hause nehmen als Erinnerung ans Seilereimuseum. Dankeschön.